für die Online-Redaktion Snuten und Poten. Was das ist, weiß ich noch nicht, aber ich denke, das muss was ganz Spannendes sein. Wo könnte man besser nach außergewöhnlichen Sachen suchen als auf dem internationalen Markt? In Peru. Snuten und Poten. Snuten und Poten. Snuten und Poten. Wir haben keine Snuten und Poten, wir haben aber Pisco Sour und Klamotten. Frisch zubereitet, schmeckt so, am besten. Das ist roter Mais, das schmeckt sehr geil und definitiv am besten. Das ist roter Mais, schmeckt definitiv am besten. Echt geil. Weiter geht's. Nach Schweden. Das hier ist Rentiertoast. Keine Snuten und Poten. Leckeres böhmisches Gulasch. Vielen Dank. Ich wünsche guten Appetit. Tschechen können kochen. Snuten und Poten. Die Argentinier konnten mir auch nicht sagen, was das ist. Aber gutes Steak hatten sie. Ich bin ja nicht gekommen, um zu essen. Ich soll ja was mitbringen. Snuten und Poten. Habt ihr sowas? Ja, Österreich. Der Begriff sagt uns nichts. Dafür kennen sich die Österreicher mit Kaiserschmarrn aus. Köstlich. Vielleicht weiß der Bescheid. Snuten und Poten ist ein alter Holsteiner Gericht und er wird keiner nie hier. Das ist Schweinepfoten, das ist Schweineschnauze und dann geht der Tor immer Kartoffeln, Affensuppe und allem drum und dran und wird das schön immer reinholen in die Suppe. Und das schmeckt so gut, schön mit Senf der Tor und das ist Snuten und Poten, Holsteiner Gericht. Jo! Ah, Schleswig-Holstein. Aber die Reise war es allemal wert. Snuten und Poten habe ich zwar nicht gefunden, aber dafür habe ich jede Menge Eindrücke gewonnen, von der meine Redaktion bestimmt auch satt wird.